Täter-Opfer-Ausgleich bedeutet für mich, die Menschen hinter den Tätern und Opfern zu sehen. Mit all ihren Bedürfnissen, mit ihren Ängsten und Wünschen. Und ich finde es immer wieder toll zu sehen, wenn die Beteiligten nach dem Ausgleichsgespräch zufrieden nach Hause gehen. Nicht mehr als Täter und Opfer, sondern als Menschen, die gemeinsam und selbstbestimmt einen Konflikt aus der Welt geschafft haben.